Heute spreche ich über Vollmond, Porn und das Sein. Über das Sein muss man gar nicht so viel sprechen, da machen wir so einen kurzen Satsang. Fangen wir mal an bei dem Vollmond. Der Vollmond ist auspicious. Auspicious heißt, da verbirgt sich was dahinter, was man nutzen kann. Im Sinne, der Vollmond ist mir aufgefallen, um den Vollmond herum und während dem Vollmond will man weniger essen prinzipiell. Da lohnt es sich auch, sich nicht so voll zu stopfen, sondern echt weniger zu essen, vielleicht sogar zu fasten, wenn man so mag. Der Vollmond hat einen starken Effekt aufs Wasser, das wissen wir natürlich. Er hat einen starken Effekt auf die Periode der Frau. Was der Vollmond auch macht, ist, dass er Dinge an die Oberfläche bringt. Er zieht Dinge an die Oberfläche nach oben. Und auch die ungelösten Dinge, deswegen sagt man ja auch Lunatic, der Verrückte, oder der verrückt quasi wird durch den Mond. Das ist, weil ungelöste Dinge an die Oberfläche kommen und ein unbewusster Mensch kann damit nicht umgehen. Und bevor ich mein spirituelles Erwachen hatte, hatte ich immer so Zyklen, wie so 2 Wochen ging es mir nicht gut, 2 Wochen ging es mir super, 3 Wochen ging es mir gut, 1 Woche ging mir nicht gut. Und ich konnte beim besten Willen nicht drauf kommen, was es ist. Bis ich drauf gekommen bin halt, dass das der Vollmond ist, den ich so stark spüre und wahrnehme. Und dass diese Dinge, die dann plötzlich hochkommen, dass ich mit denen gar nicht klarkomme. Also mir hat das extrem geholfen, zu wissen, was der Vollmond mit mir macht. Und danach das spirituelle Erwachen, um einfach von den Emotionen und so nicht so geleitet zu sein, nicht so beeinflusst zu sein. Also ich kann erkennen, dass was hochkommt, ohne dass ich darauf reagieren muss. Und es wird von Zyklus zu Zyklus besser, würde ich sogar sagen. Aber ich erkenne trotzdem, wie stark der Mond ist. Und jeder Mondzyklus, habe ich das Gefühl, ist die letzten Jahre stärker geworden von dem Effekt auf mich oder andere Leute. Also da ist was im Busch. Oder im Mond. Das wollte ich zu dem Vollmond sagen, dass man diese Zeit nutzen kann, um besonders anzugucken, was ist da vielleicht noch verborgen, noch unangeschaut. Und ich kenne das von anderen Leuten, die halt so sagen, oh, jetzt gerade am Vollmond kommen halt so Dinge hoch, die vielleicht noch nicht verarbeitet sind. Dann, ich wurde jetzt ein paar Mal gefragt zum Thema Porn. Ich selber schaue gar kein Porn. Hab locker schon über 1-2 Jahre kein Porn mehr geguckt. Ich glaube, seitdem ich unterwegs bin, habe ich doch einmal im Van habe ich mal geguckt, glaube ich. Vielleicht ein einziges Mal, wenn überhaupt. Und das hat aber 2-3 Gründe. Erstens, der Grund ist, durch so viele Tantra-Massagen, durch so viele Begegnungen in diesen Tantra-Massagen habe ich gelernt, dass Sexualität was für mich was ganz anderes ist als dieses visuell Stimulierte. Also Sexualität und Intimität stellst du dir vor, wie zu 2 Menschen, die zusammenkommen, vielleicht um schnell Sex zu haben. In der modernen Welt. Aber durch das Tantra habe ich gelernt, da passiert noch was ganz anderes. Da sind noch ganz andere Energien im Spiel und da passieren ganz andere Dinge. Und vor allem habe ich die Schönheit der Begegnung auf einer anderen Ebene kennengelernt. Und dieses sich was vorgaukeln durch den Bildschirm, das ist ja totaler Betrug irgendwie an deinem eigenen Gehirn, so an dir selber, habe ich gelernt, dass mir das gar nichts gibt. Also das gibt mir gar nichts. Danach fühle ich mich tatsächlich irgendwie so wie leer. Was ich allerdings hin und wieder mache, wenn ich, sage ich, masturbiere, doch mal, dann meistens benutze ich meine Fantasie und dann nutze ich eher eine Situation, die vielleicht eher im echten Leben passiert ist oder wäre oder hätte passieren können oder hätte ich gern gehabt, dass sie passiert wäre. Sowas aber nicht durch das Visuelle im Bildschirm, weil das sind auch irgendwie Menschen, zu denen ich überhaupt gar keinen Bezug habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über eine Frau, mit der ich was hatte,
oder habe, wenn ich über sie visualisiere, dann hat das für mich eine ganz andere Qualität. Aber es ersetzt trotzdem nicht die Begegnung. Und ich muss aber auch sagen, dass es sich so viel, 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 viel besser anfühlt, als wenn ich jetzt Porn schauen würde. Also Porn würde mich wirklich dazu bringen, dass es sich leer anfühlt danach. So habe ich nicht das Gefühl, dass es sich so leer anfühlt. Generell bin ich ja ein bisschen gegen viel Masturbieren. Man kann es nicht immer kontrollieren, es ist halt wie es ist. Aber es verschwendet halt Lebensenergie. Das ist ganz klar. Also es ist ohne Zweifel und die ganze traditionelle chinesische Medizin sagt das ja, wie Mantak Chia, kann man sich auf YouTube reinziehen, der redet auch darüber. Und er redet auch über Techniken, wie man das kanalisieren kann. Also Mantak Chia. Da wurde ich nämlich auch gestern oder vorgestern gefragt, so wie man NoFap kanalisieren kann. Es braucht unglaubliche Disziplin, das zu tun. Also diese Energie zu kanalisieren. Und es muss wirklich effektiv sofort funktionieren, weil ansonsten hältst du es nicht durch. So, und jetzt kommen wir zum Sein. Jetzt habe ich viel gequatscht. Ich lasse alles los. Ich werde mir einfach nur bewusst des jetzigen Moments, nichts anderes, keine Zukunft, keine Vergangenheit, Gedanken gebe ich keinen Raum. Ich bin nur jetzt hier. Nichts fehlt, es muss keine Lösung gefunden werden, nichts brisiert, das Sein ist immer gleich. Ich bin das Ich weg, nur das Sein. Darin ist eine Stille, eine Ruhe, ein Frieden, den ich aber nicht fühlen muss, sondern er kommt alleine an die Oberfläche. Ich muss nichts darstellen, ich muss nichts Spezifisches sein, sondern es ist nur das Sein als hier ich bin. Nichts wird gepusht, nichts muss erreicht werden. Das Sein für sich selber ist genügend und vollkommen. Ich bin das Sein. Das andere braucht es alles gar nicht. Wenn es hochkommt, okay, ich bin es aber nicht. Ich bin einfach das Nichts. Ohne mich als nichts zu identifizieren, sondern einfach nur, wenn es gerade im Jetzt das Nichts ist, ist es gerade das Nichts. Und es ist nicht so, dass nichts passiert, sondern im Gegenteil, alles passiert, alles darf sein, alles findet sich in höchster Intelligenz. Ich muss nichts dafür tun. Alles formiert sich jederzeit neu. Die Formen verändern sich. Ich als das Sein, als das große, unendliche Sein, bin einfach hier und bewusst. Ohne eine neue Identifikation. Einfach nur leer. Und wenn ein Gedanke hochkommt, ein Impuls, dann sehe ich ihn, ich unterdrücke ihn nicht, ich gebe ihm aber keine Aufmerksamkeit. Ich gehe wieder zurück ins Bewusstsein des Loslassens.
sich bewusst werden des wahren Selbst. Nicht als Zwang, sondern als inneren Wunsch zur Freiheit hin.